Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute beginnt das Sims 2 Let's Play. Und ich bin so aufgeregt. Ich habe ja letztens mit euch einen kleinen Nostalgietrip unternommen. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir hier ein Sims 2 Let's Play machen wollen. Und dieses Mal sollte euch der Ingame-Sound nicht die Ohren kaputt hauen. Ich habe bereits eine Simin erstellt, die mit uns in die Belladonna-Bucht einziehen wird. Und ich bin ehrlich, als ich jetzt nochmal so wirklich jedes Teil angeklickt habe im Cast, manche Sachen sehen echt modern aus, manche natürlich auch sehr altbacken, aber dieses Spiel hat sich echt ganz gut gehalten. Look at my girl. Sie hat sogar fucking Tattoos, wollte ich gerade sagen. Piercings. Sie hat ein Nostril und sie hat ein Lippenpiercing. Ich habe so Bock, sie sieht so cool aus. Und ich bin einfach nur richtig ready. Sie ist unfassbar hübsch. Sie heißt Romy Stone. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt dann direkt ins Spiel. Yay! Ich habe tatsächlich Store-Content installiert, weil ich den gefunden hatte. Und ich bin bereit dafür. Das ging sehr schnell. Wir sind in der Belladonna Bucht, weil ich das sehr interessant fand und ich natürlich hier noch nie gespielt habe. Ich habe bisher ja nur in den Base-Game-Städten gespielt. Deswegen, ich bin so gespannt, was es hier so zu erkunden gibt. Ich habe diese ganzen Städte hier oben, habe ich alle noch nicht hinzugefügt. I don't know, wie das alles funktionieren wird und so, aber wir schauen einfach mal. Okay, das sieht irgendwie ein bisschen industrieller aus hier oben. Oh, zu vermieten. Hier gibt es das so mit Apartments anscheinend. Das ist spannend. Familie Rino, mhm. Da ist ein Haus, aber das ist sehr teuer, ne? Also wir haben ja nur 20.000. Ich habe Angst, dass es halt wieder so ein Haus ist, wo wir uns dann keine Möbel mehr leisten können, weil das halt nur von außen, also wirklich nur der, also wirklich nur die Shell ist. Das wäre natürlich blöd. Dann ist halt die Überlegung, ob wir einfach in ein Apartment ziehen, ne? Wollen wir zu Familie Petersen in ein leeres Apartment ziehen? Machen wir einfach mal. Wir gucken uns das einfach mal an. Soll der Haushalt Stone in dieses Apartment ziehen? Ja. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Ich freue mich so. Dieses Let's Play wird dazu da sein, dass wir das Spiel nochmal so ein bisschen kennenlernen. Also, ja. Also dadurch, dass ich ja die ganzen Packs nie hatte, habe ich keine Ahnung von den ganzen Packs. Also ich habe zwar mal hier und da irgendwie Gameplay gesehen, aber ich habe es halt selber nie erkunden können. Deswegen schauen wir einfach mal. Und jetzt kommt diese coole Cutscene. Yay. Direkt auf die Schaukel. Wie süß. I love it so much. So, sie ist übrigens ein romantischer Sim. So, sie wünscht sich eine Familie und sowas. Und wir machen mal ganz kurz auf Pause. Jetzt haben wir tatsächlich sogar noch das ganze Geld. Das ist sehr gut. Güte. So, wen haben wir hier? Das ist Leonard Schreiber. Das heißt, wir werden früher oder später werden wir auf jeden Fall auch eine Familie gründen. Das sieht aber voll süß aus mit dem kleinen Spielplatz hier vorne und so. I love it. Welches ist denn mein Apartment? Ach, hier ist Petersen. Das ist frei. Und das ist frei. Apartment mieten. Ach, jetzt kann ich mir das aussuchen. Und oh mein Gott. Oh, I love it so much. Aber ich würde als allererstes speichern. Ich habe sehr große Angst, dass das hier alles abschmiert. Deswegen speichere ich lieber mal. Und dann schauen wir mal. Ich möchte mit Leonard Schreiber sprechen. Ich kann direkt flirten. Sim abchecken. Let's go. Nein. Wir möchten natürlich erstmal Freundschaften schließen hier. Sie wünscht sich auf jeden Fall zu flirten, unbekannten Sim treffen. Sie möchte Kochenfähigkeit erreichen und Sauberkeitsfähigkeit erreichen. Okay. Hallo und willkommen. Sieh dich in Ruhe um. Vielleicht findest du ja ein Apartment, das deinen Wünschen entspricht. Wenn dir eins gefällt, klicke einfach auf die Tür des Apartments und wähle Apartment mieten. Wie cool. I love it so much. So, wir können ja noch ein bisschen plaudern mit ihm. Weil Freunde zu haben ist ja auf jeden Fall gut. So, wir haben ja dann... Oh, hier hinten ist auch noch... Oh mein Gott, hier sind ja noch mehr. Ist aber ziemlich klein. Also ich möchte ja auch eine Familie. Wir können ja zwar auch immer noch ausziehen, aber... Das hier sind so richtige, so... Ja, Wohnwegen, ne? Das ist eigentlich richtig cool. Also Wohnwegen heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Du musst ein Apartment beanspruchen, um in das Gebäude einziehen zu können. Ja, ich weiß. Danke, habe ich schon gehört. Ich würde tatsächlich sogar dieses linke hier nehmen, weil ich finde, das sieht eigentlich echt schön aus. Oder... Da, das hier, das sieht auch cool aus. Aber ich glaube, ich nehme das linke hier, weil da habe ich ein bisschen mehr Platz und das... We love the Platz. Wir nehmen das hier. Das ist zwar auch ein bisschen teurer pro Woche. Romy hat auf jeden Fall schon richtig Bock. Also sie wünscht sich auf jeden Fall, dass sie flirten möchte und sie möchte einen Job finden. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sie hat Angst davor, dass es brennt. Sie hat Angst davor, krank zu werden und dass das Flirten abgelehnt wird. Aber wir versuchen natürlich, dass das hier alles klappt, ne?
Hier ist schon eine Zeitung. Die brauchen wir später auch, damit wir da einen Job finden können. So, meine Liebe, schau dir mal das Apartment an. Oh, wie süß. Wieder direkt so eine Animation kommt und sie sich das so abcheckt. Das ist cute gemacht. Ich liebe Sims 2 jetzt schon. Also dieses Let's Play wird einfach nur daraus bestehen, dass ich mich freue. Hallo, ich bin Herr Humble und ich bin gekommen, um dir ein großartiges Geschenk zu überreichen. Die Kiste enthält umwerfende und bezaubernde Sim-Wunder, die du mehr als verdient hast. Öffne sie schnell. Ich habe gesagt, du sollst sie öffnen. Ist das dieser PC schon wieder? Ich möchte das mieten. Dieses Apartment wirklich mieten. Ja. Danke, dass du dieses Apartment gemietet hast. Deine erste Wochenmiete in Höhe von 1238 Simoleons wurde dir bereits berechnet. Die Miete ist jeden Montag fällig. Falls du Probleme hast, kannst du mich jederzeit anrufen. So, dann können wir das hier öffnen. Und wir können ja schon mal einen Job suchen. Das mit dem Job suchen war immer ein bisschen nervig tatsächlich, weil dir wird immer ein Job angezeigt und dann musst du überlegen, ob du den willst oder nicht. Dann musst du wegklicken, dann musst du wieder warten, bis ein neuer ist. Gesetzeshüter, Wachfrau klingt jetzt nicht so wie das. Wir suchen was anderes. Aktensortiererin ist jetzt auch nicht so das, was ich mir vorstelle für Romy. Abenteuerbotschaftsmitarbeiterin. Ah, nee, heute sind keine weiteren Jobs verfügbar. Blöd, morgen kommt er wieder. Na gut, wir sollten uns vielleicht erstmal Möbel besorgen. Denn wir haben ja leider noch nicht mal ein Bett. Aber wie süß, dass man so einen begehbaren Kleiderschrank hat, so ein Dings. Voll süß. I love it. Ich glaube, wir werden das hier als Romys Schlafzimmer nehmen. Dafür brauche ich auf jeden Fall ein Bett. Und wir nehmen natürlich ein Doppelbett. Weil die Gute möchte ja irgendwann auch ein Techtelmechtel haben. Ich bin jetzt schon richtig ready, ey. Dieses Bett sieht doch cool aus. Das will ich. Nein, stopp. Ich muss doch erst die Farben auswählen. Ich habe vergessen, dass das sonst extra kostet. Wir nehmen das hier in so hellen Farben. Das sieht doch gut aus. Ich kaufe erstmal alles Wichtige. Nämlich einen Tisch brauchen wir noch. Stellen wir da natürlich Stühle dran. Die sind doch schnieke. Die snappen hier noch nicht. Ich weiß nicht, ob man die in Half-Tiles platzieren kann. Ich glaube, es gibt einen Cheat dafür, aber den muss ich erst nochmal nachschlagen. Erstmal steht das so. Ich hoffe, dass sie da durch können. Ansonsten müssen wir den Stuhl halt wieder verkaufen oder so. I don't know. Ich möchte deine Pflanze auf den Tisch stellen, glaube ich. Weil Deko ist ganz wichtig. Weil hier haben die ja noch das Bedürfnis danach, dass das hier alles toll aussieht. Oh mein Gott, ich kann das... Oh mein Gott, das triggert mich jetzt schon wieder. Nein, ich will das an die Mitte stellen. Nein. Was ist das denn? Nee, ich will diese Blume. Gibt es die noch in anderen Farben? Nein. Dann stelle ich sie einfach so dahin. Toll. Klo habe ich auf jeden Fall schon mal alles gut. Wir brauchen einen Schreibtisch für unseren PC. Den würde ich hier hinstellen, I guess. Schnieke. Wenn ihr eine Idee habt, was wir genau unternehmen sollen oder so, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich echt keine Ahnung. Ich bin da sehr offen auch. Hier, nehmen wir diesen blauen Stuhl dazu. Das passt doch. Dann stellen wir da gleich den PC drauf. Dann würde ich gerne Nachttische dahinstellen. Ich meine, solange wir Geld haben, können wir das ja hier alles ausgeben. Ne? Reifenstapel von Autohaus Autobahn. Entschuldigung. Hier, nehmen wir den. Der ist doch hübsch. Und dann stellen wir da vielleicht Lampen drauf. Super. Wir können den Tisch auch eigentlich generell rüberschieben, oder? Also, ich weiß ja nicht, ob sie da durchkommt, aber so kommen sie auf jeden Fall durch. Und das müsste ja trotzdem eigentlich gehen vom Layout her. Mein Aufnahmeprogramm sagt mir die ganze Zeit, dass hier irgendwelche Fehler sind, dass das Spiel irgendwie eventuell ein bisschen zu viel Probleme macht irgendwie. Also beim Aufnehmen so. Ich hoffe, dass die Aufnahme trotzdem in Ordnung ist. So, wir haben jetzt noch 16.000. Jetzt ist halt die Frage, was kauft man sich so, ne? Also man könnte jetzt natürlich auch sich ein Auto besorgen, aber wir haben, glaube ich, keine Einfahrt. Also an sich hätte ich gerne ein Auto. Aber ich glaube, ich würde auch gerne ein Tier adoptieren später. Stimmt, ein Fernseher. Also solange wir noch keine Kinder haben, können wir ja hieraus quasi ein kleines Wohnzimmer machen. Dieses Sofa kenne ich sogar. Ich glaube, das kann man so dann aneinander rein. So ein größeres Sofa ist. Das ist eigentlich voll cool. Ich weiß nicht, wie nah das da dran darf und wie nah nicht. Oh mein Gott, ich bin überfordert. Vielleicht kriegen wir doch erstmal keinen Couchtisch. Oh mein Gott, es gibt einen Schminktisch. I love it. Oh mein Gott, wie cool! Ich liebe dieses Spiel. Ich würde natürlich gerne so direkt so einen großen Fernseher. Oh mein Gott, so übertrieben jetzt bitte auch nicht. So war es doch schon ganz nett, oder? Wir müssen ja nicht direkt hier so modern drauf sein, ja? Der ist auch sweet. Aber ich glaube, wir gönnen uns schon sowas hier. Stereoanlage Lage können wir uns auch besorgen. Hier, dann können wir ein bisschen dancen. Und ein Telefon wäre auch nicht schlecht. Wir nehmen natürlich eins für die Wand. Oh, Lichterketten. Yes!
Ich liebe Lichterketten, Leute. Oh, ich will doch nur einen schönen Ort hier machen. Ich freue mich so über die kleinsten Dinge. Oder hier so ein Schild. Kindersicherheitsschild. Leidenschaftliche Gleichgültigkeit. Das hänge ich mir auf. Fische! Die kommen ins Badezimmer. Umgehen, Traumfänger. Den brauche ich. Und den kann ich sogar direkt übers Bett hängen. Nice. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon A, überfordert und B, liebe ich es trotzdem. Sims 3? Dieses Spiel liebt es einfach auf Sims 3 schon mal anzuspielen. Diese, ey, Sims 3, hey. Oh, das ist doch ein schönes Bild. Das hänge ich mir auf. Hier, das H&M-Schild. Dieses H&M-Pack, es ist so wild einfach. Hier, und dann so diese Fotowand, so eine kleine. Ist doch süß. Stellen wir uns hier irgendwo einen Spiegel hin oder so. Hier hängt vielleicht einer über dem Waschbecken, ich glaube nicht. Weil dann machen wir auf jeden Fall da einen hin, weil das sieht ganz toll aus bestimmt. Dieses Spiel, ich bin noch ein bisschen überfordert, okay? It's fine. Wir lernen noch. Und hier in die Ecke kann man bestimmt auch noch einen Spiegel hinstellen. Toll, der sieht doch hübsch aus. Vielleicht eine andere Farbe, wenn es das gibt? Yes, dann nehmen wir weiß. Ich weiß nicht, ob man den schräg stellen kann. Also so rum, halt so aus der Ecke raus. Wir finden das schon auch alles raus, bestimmt. Und ein Teppich. Irgendwelche Steine, wild. H&M-Teppich. Hier so unterm Bett kann man doch bestimmt irgendwo einen schönen Teppich hinlegen. Es gibt gar nicht so viele Teppiche tatsächlich. Der ist doch toll. Es sieht so hässlich aus, ne? Safe muss es doch eine Möglichkeit geben, die halt anders hinzulegen, oder? Ich weiß nur noch nicht wie. Hier, und den tue ich hier ins Wohnzimmer. Oh Mann, ey. Und ein Mülleimer wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da gibt es einen Mülleimer. Dann wird das schon so passen, denke ich. Hoffe ich. Hier ist auf jeden Fall so eine Gemeinschaftstonne, das ist schon mal gut. Dann stellen wir da aus dem Inventar den PC drauf. Hier, die Dinger sind auf jeden Fall gesnappt, das ist schon mal gut. Und dann gehe ich jetzt nochmal speichern, weil ich habe echt Angst, dass das hier irgendwie abschmiert oder so und ich alles nochmal spielen muss. Da habe ich nämlich nicht so viel Bock drauf. So, auf geht's. Sie bringt jetzt erstmal die Zeitung rein. Wir müssen ja auch nicht direkt einen Job haben, ne? Muss ja auch nicht immer alles direkt sein. Sie sollte vielleicht mal pissen gehen. Snap das da hinten hin. Hilfe. Ein paar Nachbarn sind vorbeigekommen. Süß. Liebe Nachbarn. Oh nein, wir müssen uns da ja wirklich um die Blumen und so kümmern, ne? Das ist so nervig. Dieses ganze Landscaping und so. Da müssen wir uns wirklich drum kümmern. Das ist ja in Sims 4 und so nicht mehr so. Wo sind denn die Nachbarn? Oder sind das die hier? Christoph Zang. Wir können ja mal mit ihm reden. Menschen reden ist doch schon mal eine gute Idee hier. Der sieht doch nett aus. Die können wir ja nachfragen nach Sternzeichen. Sie ist übrigens Widder. Okay, er ist, glaube ich, Wassermann? Okay, das fand er gut. Weiter plaudern vielleicht? Sie redet einfach von Küssen, okay. Spielen, süß. Was sind deine Fähigkeiten? Das Spiel ist einfach so toll, ne? Also es ist halt so viel, bringt halt so viel Kleinigkeiten rein, so, die aber so Tiefe in die Charaktere so bringen, ne? Sie scheinen sich halt doch irgendwie zu verstehen, ne? Du bist einfach der coolste Sim, den ich kenne und genau das werde ich jetzt auch geben erzählen, Romy. Dein Ruf ist auf dem Höhenflug. Danke, Boy. Christoph. Das ist sehr süß von dir. Darf ich dich freundschaftlich umarmen? Wenn du mir hier sowas erzählst, dann darf ich dich ja wohl hoffentlich knuddeln. Mechanik, darin bin ich ganz gut. Charisma, darin bin ich ganz gut. Körper und Kreativität. Also er findet uns auf jeden Fall ganz nice. We love some friends to have oder so. Aber ich will hier nochmal anschubsen. Süß. Yes, I want to. Ich kann nicht auf ihn klicken. Doch, jetzt. Kann ich ihm einen Witz erzählen? Ich möchte dich kennenlernen, Jörg. Können wir ja ein bisschen plaudern auch. Wenn die sich so unterhalten, das dauert halt einfach so viel länger. In Sims 4 wirklich, das dauert so 2 Sekunden, so eine Interaktion. Und hier dauert so 3 Stunden gefühlt. Dann würde ich ihn auch gerne nach seinem Sternzeichen fragen. Hallo Liebchen, wie ich gehört habe, sollen in dieser Stadt viele Sims auf Partnersuche sein. Aber jetzt bin ich ja da, um zu helfen. Mit meinen ausgezeichneten hellseherischen Fähigkeiten finde ich für jeden Sim den passenden Deckel. Und außerdem verkaufe ich einen Trank, der einen einfach unwiderstehlich macht. Und dann biete ich dir wie Langzeitbewohner dieser Stadt auch noch einen einmalig verwendbaren... Nein, ich habe nicht zu Ende gelesen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch stand. Aber irgendwas ist noch passiert. Gott, da ist noch Jessica Peterson, aber die geht nach Hause. Die werden wir bestimmt noch kennenlernen. So, dann möchte ich hier Raoul noch kennenlernen. Und Ellie Wolf möchte ich natürlich auch begrüßen. Oh Mann, hier sind so viele Leute. Ich bin überfordert. Aber wir wollen natürlich hier alle Leute kennenlernen, weil wir wollen ja Freunde haben, ne? Weil ich will jetzt wissen, was mit Ellie ist. Warum kommt die vorbei? Was will die von mir? Ist das die, die vielleicht uns helfen könnte bei Partnersuche? Um Blind Date bitten? Ich
möchte ein Date mit einem Mann. Der Nebel, der meine Kristallkugel umgibt, kann nur mit ein wenig Zaster gelichtet werden. Erst dann werde ich in einer Lage sein, den perfekten Partner für dich zu finden. Geiz zahlt sich letztendlich nicht aus. Also wie viel willst du zahlen? Bis zu 5.000 zahlen, aber das machen wir natürlich nicht, weil so viel Geld haben wir leider nicht. Wir zahlen, kann nur 2007 sein. Dann zahlen wir 2007. Nun, ich habe schon schlechtere, aber auch schon bessere Vorsätze gesehen. Vielleicht habt ihr beiden eine Chance. Okay. Ich bin sehr gespannt. Sie kocht gerade von selbst aus was. Was kocht sie? Steht das da? Nee. Dann schauen wir mal. Ach, das ist nur so ein Fertiggericht, was sie da gekocht hat. Na toll. Ist das jetzt mein Blind Date? Makoto Hasen? Nee, der geht hier vorbei. Und Heidi Behrens ist auch da. Hier ist auch noch Jessica Peterson. Die wollte ich ja auch noch kennenlernen. Wir wollen hier ganz viele Freunde haben. Sie sieht gut aus. I love it. Oh, sieht aber gar keinen Bock auf uns. Schade, Marmelade. Mehrtägige Party? What? Ferienhaus kaufen? Ich bin absolut ready. Also bisher gefällt mir ja Christoph am besten, bin ich ehrlich. Wir können ja Christoph mal anrufen oder so. Mit dem telefonieren, maybe. So, damit wir dem so zeigen, dass wir so, ja, mit dem halt auch gern befreundet sein wollen. Und vielleicht ja auch mehr. Das sehen wir dann im Laufe des Let's Plays, I guess. Und ich möchte bitte Christoph anrufen. Hi, das ist der Anrufbeantworter. Ich bin leider momentan nicht zu Hause. Schade, Marmelade. Dann, genau, Ruhe, räum auf. Wollte ich dir gerade sagen, Girl. Aufräumen ist sehr wichtig. Bitte die Zeitung. Und dann geh mal duschen. Es wird schon Nacht. Hör mal. Was ist denn hier los? Kann sie vielleicht auch einfach gehen? Sie chillt hier so die ganze Zeit. Ich habe dich schon bezahlt und es ist nichts passiert. Mein Geld ist einfach ins Nichts gewandert. Nein, vielleicht ruft uns ja irgendwann einer an und sagt so, jo, hier wegen, hier Ellie hat gesagt, ich soll mich mit dir treffen oder so ein Scheiß. I don't know. Ich kenne mich doch nicht mit dem Spiel aus. Kann halt auch echt nicht sagen, mit welchem Pack was kam, ne? Sie rennt jetzt hier hinterher, um dir zu sagen, dass sie gehen soll. Aber sie geht ja jetzt schon von selber. Na dann. Sie kann ja doch nochmal hier etwas zubereiten. Ein Einzelmal. Kann ja Müsli machen. Weißt du, ich habe nämlich echt Schiss, dass sie hier ein Feuer anzündet. Und mit einem Müsli sollte man zumindest die Küche nicht anzünden können. Weil ich möchte ja auch, dass sie glücklich ist, ne? Und nicht so sad. Das sind übrigens ihre Werte. Falls es euch interessiert. Dann kannst du das auch essen, Girl. Guck hier immer so ein bisschen rum. Süß hier, so alle getroffen. Sie hat aber schon mal jemanden getroffen und jemanden geküsst. Spannend. Und dann ist sie hier nach zur Belladonna Bucht gezogen. Oh, süß. Glühwürmchen fangen, bitte. Oh. Oh, und können wir die Lichter auf automatisch stellen, maybe? Weil ich habe Angst, dass das sonst zu teuer wird. Aber hier scheinen wir auf jeden Fall ganz gut vernetzt zu sein. Das ist gut. Da ist ein Doggo! Max! Hi, Boy! Oh, bist du süß! Hi! I love you! Glühwürmchen. Sehen freilassen. Ich will die aber nicht in der Küche stehen haben. Aber Glühwürmchen. Wieso geht sie ins Badezimmer zum Abspülen? Oh mein Gott! Das ist also nichts Modernes, was hier für ein Problem ist, ja? Spannend auf jeden Fall. Ja, nochmal pinkeln gehen. Und dann würde ich sie schon langsam tatsächlich ins Bett schicken, ne? Schlafen. Und ich finde es so geil, dass man aussuchen kann im Schlafanzug und Unterwäsche. Das fehlt mir tatsächlich heutzutage ein bisschen. Dass man halt wirklich nur diese Schlafkleidung auswählen kann. Und das ist dann halt auch automatisch quasi deine Unterwäsche. I don't know. Also ich finde es halt schade. Das ist halt eigentlich ganz cool. Was tut sie? Schaut den Regen an. Sie schläft heute mal im Schlafanzug, weil es ist ja kein sexy man da, ne? Da kann man auch ruhig in seiner normalen Schlafwäsche schlafen gehen. Wie schön. Oh, 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 stopp. Telefon klingelt. Abheben. Das ist wichtig. Wenn das Telefon klingelt, dann müssen wir natürlich... Oh mein Gott, es gewittert. Wir müssen natürlich dran gehen. Das ist wichtig. Bestimmt. Um 23:30. Ellie? Wieso ruft Ellie Wolf um 23:30 nachts an? Das ist so wild, ne? Dieses Spiel, das macht mich ja schon fertig. Aber ich bin richtig bereit. Aber ich lieb's, dass die dann halt auch so rumlaufen dabei und so. Ah, dieses Spiel, es ist halt einfach so lebendig, ne? Wenn man halt bedenkt, so wie alt dieses Spiel ist und trotzdem hat es halt so viel richtig gemacht, dass es halt auch heutzutage noch als gutes Spiel gilt. Naja, nachdem sie telefoniert, kann sie auf jeden Fall wieder schlafen gehen. Vielleicht war es doch nicht so, wenn ich nicht. Aber es ist auch so spannend, was man hier noch alles am PC machen kann, ne? Chatten, E-Mail schicken, Job suchen, Lebensmittel stellen, spielen. Jemand kann die Sims 3 übrigens spielen. E-Mails abrufen, Roman schreiben, neues Zuhause, Immobilienurlaub, Fotos bestellen, Mitbewohner suchen. Oh, I love it, ne? Ich bin so gespannt, das alles zu erkunden. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, was ich unbedingt erkundschaften muss,
dann sagt mir das auf jeden Fall. Ich bin ready für alles. Sie wünscht sich schon wieder neue Sachen. Sie wünscht sich auf jeden Fall lernen, wie man gefüllte Waffeln zubereitet. Süß. Sie kann ja mal eine gefüllte Waffel zubereiten. Und sie möchte sich ein Bücherregal kaufen. Sie möchte einen Sauberkeitspunkt erhalten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, weil sauber machen muss sie ja so oder so. Yay! Ich würde dann jetzt sagen, dass es das dann für heute war. Ich nehme jetzt eine Dreiviertelstunde auf und es kommt mir vor wie 5 Minuten. Es ist so viel passiert und ich freue mich einfach so sehr. Ich hoffe, dass es euch auch freut. Also ich schätze mal, dass das Let's Play so 10, 15, 20 Parts haben wird nur. Und ja, wie ihr ja eventuell schon wisst, kommt jetzt jeden Samstag kommt jetzt ein Let's Play Video. Also nächste Woche kommt dann die 100 Baby Challenge wieder. Danach die Woche kommt die Lucky Legacy. Danach kommt dann wieder Sims 2. Das heißt, alle 3 Wochen kommt dann das Sims 2 Let's Play. Ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!